leuchtet. Nicht anfassen. Was ist das? Was ist das? Ein Tier, ein Nacktmull, nimmt man das Tierschildteil. Ja. Habt ein bisschen zu viel Kim Bosper geguckt. Sorry, Leute. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Das erinnert mich aber auch ziemlich an Sands of Time, wenn man ein Lebensupgrade gefunden hat. Mit den Brunnen. War ziemlich derbe. So habe ich hierher gefunden. Aber wo ist hier genau? Und wer seid ihr? Was wisst ihr über König Salomons Armee? Wir sind Razia, Königin der Marit, Wächterin des Wassers und Verbündete König Salomons. Wir halfen, die Armee zu verbannen. Das läge dann mehr als 1000 Jahre zurück? Ihr könnt doch nicht... Ich bin ein Djinn. Wir leben länger als die Menschen. Auch ist unser Gedächtnis besser als das ihre. Wisst ihr, was euer Bruder entfesselt hat? Diese Armee gehörte nicht König Salomon. Sie wurde zu seiner Vernichtung gesandt. Die Armee wurde aus dem Sand der Wüste geformt. Sie ist eine Plage. Je mehr Sand sie berührt, umso mehr Soldaten werden geschaffen. Wenn ihr sie nicht rechtzeitig aufhaltet, bedeckt sie die ganze Welt. Was kann ich tun? Habt ihr das halbe Siegel noch in eurem Besitz? Natürlich. Gut. Es ist voller Magie. Eine Hälfte bekämpft die Armee. Setzt ihr beide Hälften zusammen, ist das Gefängnis wieder intakt. Findet die andere Hälfte des Siegels und fügt es zusammen. Malik hat sie noch. Ihr müsst ihn finden, und zwar schnell. Wir geben euch die Hilfe der Djinn.
BU odrată controlul zamana Wege. Was habt ihr getan? Wollt ihr die Armee aufhalten, benötigt ihr mehr Zeit. Ihr habt sie erhalten. Zeit? Und noch eine Warnung. Die Armee wird von Ratash angeführt, einem Ifrit. Er wird das Medaillon suchen. Wenn ihr ihn seht, vermeidet den Kampf. Gegen ihn habt ihr keine Chance. Ich werde es bedenken. Geht. Das Königreich ist verloren. Stellt ihr das Siegel nicht wieder her. Wieso habe ich das Gefühl, das wird schwerer, als es klingt? Weil es doch so immer ist. Und wir haben jetzt irgendwas Neues erhalten. Entweder, dass man die Zeit zurückspringen kann, wie bei den anderen Teilen. Oder die neue Macht hier. Dass man fast gefrieren kann. Was ist das für ein Ort? Halte eins um die Zeit zurück. Das meinte sie damit, mir mehr Zeit geben zu wollen. Sind das die Kräfte der Djinn? Okay, das war cool. Hier sind die Ställe. Durch sie kann ich zur Festung gelangen. Ich habe euch doch gesehen. Warum ist es so still? Ich höre nicht einmal mehr die Schlacht. Punkt erhalten. Yeah, kann das Upgrade. Gesundheitserhöhung 1 oder Energieslot. Gesundheit. Jetzt haben wir Steinrüstung erhalten, Flammenspur und Gesundheitserhöhung 2. Aber das war's auch schon wieder mit Let's Play Prince of Persia.